Enten nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus, doch der Chinese macht was draus. Denn tote Enten sollten nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus, doch der Chinese macht was draus. Geht man um den See herum spazieren, kann man ach so viele Tiere sehen. Hase, Igel, Amsel, Fink und Meise, ach was sind die guten alle schön. Auf dem See da schwimmen ein paar Schwäne, vor lauter Enten kann man kaum das Wasser sehen. Und wenn von den Enten dann ein paar verenden, da kommt man auf die lustigsten Ideen. Denn tote Enten sollten nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus, doch der Chinese macht was draus. Tote Enten sehen traurig aus, doch der Chinese macht was draus. Der Chinamann aus Nippes ist der Beste, wenn wir bei dem bestellen, bleiben keine Reste. Ob gebratene Nudeln oder auch Pizza mit Spinat und Knoblauch. Meine Frau, die isst gern Hühnerfleisch mit Reis, der Kleine kriegt die Pizza und ein Eis. Der Große sagt, das Beste auf der Welt ist Ente, süß, sauer und bestellt. Denn tote Enten sollten nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus, doch der Chinese macht was draus. Denn tote Enten sollten nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Wenn der Ente von einem Traktor platt gemacht, dann wird